Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rift. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge waren wir ja hier hinten im Heckenhof tätig. Das war so ein, ja, Labyrinth, kann man sagen, wo ganz viele böse Feen und Irrlichter und Elferverschwörer sich herumgetrieben haben. Auch ein Endboss, den haben wir auch erledigt. Allerdings ist uns dann noch der böse Twill entschieden, der Feenfürst, und hat den endgültigen Beweis geliefert, dass er und Prinz Hilas zusammen einen Pakt geschmiedet haben, um Grünschuppe zurückzuholen. Das heißt im Klartext, ganz Silberwald ist in Gefahr. Da müssen wir noch einiges hier verändern. Der gute Tristan hat auch eine neue Quest für uns. Schauen wir mal. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Zurück nach Silberfeld. Ihr müsst Keris über Prinz Hilas Pakt mit dem Feenfürsten Twill und seine Allianz mit Grünschuppe, dem Drachen des Lebens, informieren. Keris ist in Silberfeld im Westen stationiert. Er behält für Sheila Sternfeuer die dortigen Aktivitäten im Auge. Okay, nach Silberfeld. Das habe ich ihn ja schon die letzte Folge gefragt, was dies für ein Ort ist. Gute Reise. Dankeschön. Nochmal verkaufen vielleicht. Seht euch in Ruhe um. So, wieder ein bisschen. Für euch bin ich immer da. Danke. Wieder ein bisschen Ordnung geschafft. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Zurück nach Silberfeld müssen wir. Okay, das ist hier drüben. Wir haben ja hier oben noch eine Quest offen und dann hier natürlich bei der Wachtfeste ganz, ganz viele Quests noch. Ich möchte nur gerade mal schauen, ob ich hier vielleicht ein ungewöhnliches Eichhörnchen oder einen ungewöhnlichen Hirsch finde. Denn wir haben ja auch immer noch die Quest offen, die Kreaturen wieder zurück in Menschen zu verwandeln. Mit dem Zauberstab der bösen Fee. Was haben wir hier? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den dann abgeben müssen. Wobei ich glaube, dass das eine Schatzalarm-Quest ist. Ist hier irgendwo ein Eichhörnchen? Ein Reh? Irgendwer? Sieht nicht so aus. Okay, gut. Dann gehen wir doch erst nach Silberfeld. Vielleicht läuft uns da ja noch ein Eichhörnchen oder ein Hirsch über den Weg. Hier ist ja ein Portal. Das ist sehr praktisch. Da müssen wir nicht den ganzen Weg reiten. Vielleicht wage ich mich dann heute doch schon mal an die Gruppenquest. Ich bin ja jetzt in der letzten Folge Stufe 19 geworden. Hallo. Hallo. Silberfeld nicht wollen wohl. Wir. Ja, den Ladebildschirm habt ihr ja schon öfters gesehen. Das zeigt ja Prinz Hilas. Hier müssen wir die Quest abgeben. Oh, und da ist eine neue. Große Sonne. Hoher Besuch. Oh, da werden wir schon in den Dämmerwald geschickt. Kreaturen des Dämmerwalds. Wart ihr schon im Dämmerwald, Evain? Ein alter Freund von mir, Weghüter Prion, läuft den Finsterpfad ab und beschützt Reisende vor Bakesten und Fledermäusen. Er kann immer Hilfe von verlässlichen Abenteurern gebrauchen. Besucht ihn doch mal. Machen wir gerne. Viel Glück. Aber erst wollen wir natürlich hier weiter questen. Mache ich die Quest mal wieder raus. Also, dass die nicht mehr in der Leiste angezeigt wird. Wo ist das denn hier? Okay. Hier hatten wir doch noch eine Quest. Gottlose Priester, genau. Das war diese Gruppenquest. Schauen wir mal, ob wir die Folge mal versuchen. Ich bin hier alleine. Ach, mit Stufe 19 schaffen wir das vielleicht sogar. So, wo ist denn die Gute? Da unten wird sie mir angezeigt. Ach, das bist du, genau. Der Name kam mir schon so bekannt vor. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Tristan schickt euch. Er muss gewusst haben, dass ich Hilfe brauche. Die Nachrichten über Hilas Verrat sind schockierend. Aber wir sehen uns auch noch den Rissen und der Ausbreitung einer seltsamen Ebenenmagie im ganzen Wald gegenüber. Es gibt viel zu tun, wenn wir Silberfeld retten wollen. Okay. Viel Glück. Wir haben auch noch eine Quest offen, erinnere ich mich gerade wieder, Roland Hemmel zu finden. Welche Quest war das denn?
Hier, genau. Die könnten wir auch mal machen. Die liegt ohnehin auf dem Weg. Denn hier sollten wir soweit alle Quests angenommen und abgegeben haben. Außer die Dailies, die ich schon einmal mit euch gemacht hatte. Ah, da oben ist Roland. Okay. Dort in der Gegend hatten wir ja schon gegen die Goblins gekämpft und hatten den einen Studenten beschützt, während er da seine Kräuter eingesammelt hat. Oh, da ist noch ein Jäger. Auch eine Hochelfe. Oh, das sieht aber nicht gut hier aus. Der arme Roland wirkt auch ein bisschen verwirrt. Die Vigilie sei Dank, dass ihr mich fandet. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Ja, wir sind da, um zu helfen. Große Sonne, hoher Besuch. Erforschung der Elendskräuter heißt die Quest. Der Vigilie sei Dank, dass ihr mich gefunden habt. Es war schrecklich, Auserwählter. Die Elfer kamen in der Nacht. Meine Freunde wurden gnadenlos hingerichtet. Oje. Ich muss in Erfahrung bringen, welche schwarze Magie die Elfer an ihnen angewendet haben. Das Zorneskraut, das im verwilderten Dickicht wächst, durchströmt dieselbe Energie. Wir müssen ein paar Proben zu Keris Amare in Silberfeld bringen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Okay. Findet Roland Hennel und sammelt 6 Zornkraut. Okay, das ist hier drüben. Kommt der Roland mit oder machen wir das alleine? Ich glaube, der wartet hier. Oh, da ist noch eine Quest. Wächterskelett. Schreckliche Wahrheit offenbart. Die Überreste der toten Wächter liegen auf dem Waldboden zerstreut. Die Goblins haben sie immer tiefer in das verwilderte Dickicht und bis in das Territorium der Elfer getrieben. Schwer zu glauben, dass einer von ihnen überlebt haben könnte. Findet die vermissten Mitglieder einer Karawane, die im verwilderten Dickicht nordöstlich von Silberfeld verschollen sind, und sucht ihre Überreste zusammen. Und da ist auch eine Massaker-Quest, eine versteckte. Jetzt ruckelt es bei mir hier gerade ganz schön. Muss ich mal schauen, wie sich das entwickelt. Das liegt an meinem Aufnahmeprogramm. Okay, das ruckelt gerade enorm. Da mache ich hier mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich denke, der Neustart hat geholfen. Oh, da ist ein Eichhörnchen. Dich brauche ich doch noch. Ja, wunderbar. Den Göttern sei Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich werde nach Silberfeld zurückkehren und euch lobpreisen. Unheilsumkehrer hieß die Quest. Dann waren also all die seltsamen Wesen in Silberwald tatsächlich Menschen? Man stelle sich nur die armen Stadtbewohner vor, die in diesem Zustand gefangen und jahrelang von Freunden und Familie getrennt waren. Zum Glück konnten wir ihnen helfen. Ich muss gerade mal schauen. Hier müssen wir ja die Goblins umbringen. Das ist eine versteckte Quest gewesen. Schwarze Augen und blutige Klauen heißt die Quest. Da vorne ist noch eine Quest. Wahnsinn. Das geht ja heute wieder Schlag auf Schlag. Rettung feinster Waren. Diese leere Kiste trägt die Aufschrift Galena-Wein. Eine Horde Satyren aus dem verwilderten Dickicht muss die Taverne gestürmt haben und jede einzelne Flasche gestohlen haben. So eine dreiste Respektlosigkeit gegenüber dem Wein. Holt die gestohlenen Flaschen mit Galena-Wein von den Satyren im verwilderten Dickicht nordöstlich von Silberfeld zurück. Machen wir natürlich. Jetzt haben wir ganz viele Quests hier. Die Wächterüberreste müssen wir auch noch bergen. Vielleicht machen wir das dann mal zuerst. Oder sind die hier auch überall verteilt? Müssen wir mal schauen. Und die Zorneskräuter. Ich glaube, da vorne ist eins. Noch eine Wächterleiche.
Hattet ihr eigentlich Wein dabei? Ja, wunderbar. Die Tropfen ja nichts. Aber da ist wirklich so ein Kräutchen. Sehr schön. Da muss ich den aber umbringen. Nicht, dass es mir leid tun würde, aber er würde uns ohnehin angreifen. Oh, da kann ich noch Bergbau betreiben. Das werde ich auch gleich noch tun, damit wir hier alles auf einmal gemacht haben. Dann werden wir wahrscheinlich in dieser Folge doch noch nicht die Gruppenquest machen. Hier sind ja jetzt doch einige Quests wieder aufgetaucht. Ich denke, die werden uns die Woche, wollte ich schon sagen, die Folge noch gut beschäftigen. Ich höre etwas. Ich weiß nicht, ob man das im Let's Play dann später auch hört, aber das ist so komisches Rauschen, würde ich behaupten. Kann man gar nicht so richtig einordnen. Sind das vielleicht diese Kräuter? Das wäre auf jeden Fall möglich. Tropfen die auch den Wein? Ja. Ich glaube, da hoch werden wir auch noch geschickt. Ist das schon die Wachtfeste? Nee, da ist noch was anderes. Okay. Schauen wir mal, ob wir das diese Folge noch machen. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Da gab es auch noch einige Quests da oben in dem Gebiet. Ja, ich glaube, das sind diese Kräuter, die so komische Geräusche machen. Aber gut, so findet man sie schneller. Wobei man die eigentlich nicht übersehen kann, so groß und grün und leuchtend, wie die sind. Ich brauche noch einen toten Wächter. Sind die auch da unten? Alles sehr überlappend. Zwei von sechs Kräutern und vier von sechs Wein. Wunderbar. Geht das wenigstens voran? Was ist das? Ach, das ist wieder so ein großer Satyr. Ich dachte eben schon, das wäre vielleicht ein Ramob. In der letzten Folge hatten wir ja auch so Glück, dass ich einen Ramob gefunden habe in diesem Labyrinth. Heckenhof. Und er hatte tatsächlich auch ein schickes Rüstungsteil für mich dabei. Oh, da oben ist eine Stellung Erde, oder? Ja. Wird die mal mitmachen sollen? Ja, warum eigentlich nicht? So Stellungen macht man ja immer ziemlich schnell. Wäre das jetzt ein Riss gewesen, hätte ich den nicht mitgemacht. Risse haben wir ja schon ganz viele im Let's Play gemacht und werden mit Sicherheit auch noch einige machen. Aber diese Stellung können wir ruhig mal mitmachen. Gehen die uns hier noch auf den Senkel. Und da drüben sehe ich noch ein Kräutchen. Ich werde mal Restalan hier den Rest machen lassen. Und schon mal hier die Kräuter einsammeln. Ich hoffe, ich bin da nicht zu weit weg. Eine Zinnader. Geht das noch runter? Ja, aber sehr langsam. Ich glaube, da helfe ich Restalan doch mal wieder. Damit wir hier noch die Folge, die anderen Quests fertig bekommen. Wunderbar. Schick, schick. Belohnung einfordern. Drüben haben wir noch... Ah, wir haben alle Kräuter, aber Wein fehlt uns noch. Und immer noch eine Wächterleiche, aber ich glaube, die sind nur im unteren Bereich. Ach, die Blutanarchisten brauche ich auch noch. Boah, das sind ja die Goblins. Die sind bestimmt auch eher in dem unteren Bereich. Da steige ich mal auf mein Hörnchen. Dann gehen wir mal wieder in Richtung Wald da unten.
ist wieder dieses komische Geräusch da. Ach, das sind die hier. Die machen hier irgendwas mit den Pflanzen. Okay, ich glaube, da bekommen wir später noch eine Quest für, dass wir diese Rituale unterbrechen müssen. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Satyr, der den Wein geräubert hat. Ist ja irgendwie eine fast lustige Vorstellung. So ein Haufen weinliebender Satyre stürmt in die Taverne. Tut anscheinend niemandem was, die klauen nur den Wein. Oh, da ist eine Wächterleiche, okay. Na? Okay, Schatzalarm. Seltsam, dass so wenig von den Körpern übrig ist, obwohl erst wenige Tage vergangen sind. Und von diesen Knochen scheint dazu noch eine starke Magie auszugehen. Über welche Art unnatürlicher Macht haben die Elfer Besitz erlangt? Ja, das ist eine gute Frage. Das hängt bestimmt auch mit Grünschuppe zusammen. Hier muss ich noch die Anarchisten bezwingen, aber die sind ja da drüben, eher in dem Bereich von den Goblins. Ja, hier sind wir richtig. Noch 5 Stück brauchen wir von denen. Und ich glaube, dann sind wir hier auch fertig. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es da noch Folgequests gibt, wo wir dann oben in den Bereich der Elfen geschickt werden. Oh, greift er mich an, der Satyr? Der kommt mir doch verdächtig nahe. Oho, okay. Bemerkt mich gar nicht. Ist mir aber recht. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Klasse hier in Rift diese Satyre als Begleiter hat. Ich glaube, das sind die Heiler, die Kleriker, oder? Bin mir unsicher. Auf jeden Fall sieht man manchmal Spieler, die so einen Begleiter haben. Finde ich auch total cool. Wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann mal auch einen Kleriker hier starten. Aber dann eher so für mich. Huch. Noch einen und dann haben wir es schon. Es ist vollbracht. Hoffentlich erhalten sie keine Verstärkung. Das hoffe ich allerdings auch. Ja. Werde ich jetzt nicht tragen, aber ist nicht schlecht. Wo muss ich denn die ganzen Quests abgeben? Alle in Silberfeld? Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns nach Silberfeld zurück. Dann findet der Roland wohl den Weg alleine zurück. Von dem hatten wir ja die Quest bekommen, die Kräuter hier zu sammeln. Ah, das ist schon Dämmerwald. Ich dachte schon, da ist nämlich auch noch eine Quest abzugeben. Aber bis wir in den Dämmerwald kommen, das dauert mit Sicherheit noch einige Folgen. In dieses Elfengebiet, wo wir eben waren, werden wir ja wie gesagt noch geschickt. Und dann oben in der Wachtfeste gibt es auch noch einiges zu tun. Da findet ja dann auch, ich sag mal, der finale Kampf hier von Silberwald statt. Ich kann schwer sagen, wie viele Let's Play-Folgen das noch sein werden, aber mit Sicherheit so 3-4 Stück könnte ich mir schon vorstellen. Und dann geht's erst in den Dämmerwald. Auf das Gebiet freue ich mich aber auch schon total. Dämmerwald ist ein sehr düsteres, mysteriöses Gebiet mit vielen Untoten, Hexen, Werwölfen, also gefällt mir richtig gut. So, da sind wir. Hallo Keris. Bietet ihr Hilfe an? Was mit Ronald Händel und seinen Leuten geschehen ist, ist eine Tragödie. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um zu helfen. Dieses Zorneskraut aus dem verwilderten Dickicht, mit denen er euch zu mir geschickt hat, könnte erklären, was mit den Leichen seiner gefallenen Kameraden geschehen ist. Okay, da haben wir eine deutlich bessere Hose. Professor mit Beweggrund. Diese seltsamen Kräuter, auf die ihr mich aufmerksam gemacht habt, bereiten mir große Sorgen. Ich habe aber gehört, dass Professor Teliam Bettstroh auf seinem Gebiet ein Experte ist. Ja, den Herrn Professor kennen wir ja schon gut. Ich möchte heute keine Leben mehr verlieren. Könntet ihr ihn daher vielleicht in meinem Namen um Hilfe bitten? Ja, machen wir natürlich gerne.
Gute Reise. Und hier haben wir noch eine Quest abzugeben. Oh. Ach, das ist im Gasthaus. Da müssen wir bestimmt den Wein zurückbringen. Ich führe Qualität. Ihr habt meinen Galena-Wein? Nun, zumindest einen Teil davon. Anscheinend haben mir diese verdammten Satyren meinen halben Vorrat weggetrunken. Aber zumindest habe ich ein paar Flaschen zurück. Nun, da sie jetzt nur noch selten zu bekommen sind, kann ich sie wohl zum doppelten Preis verkaufen. Okay, ganz der Geschäftsmann. War ein Vergnügen. Dann gehen wir jetzt noch zu Professor Bettstroh. Bin ich mal gespannt, was wir da noch für eine Folgequest erhalten. Aber vielleicht werden wir da schon hoch zu diesen Elfen und, ja, Satyren geschickt. Könnte ich mir gut vorstellen. Oh, da ist auch noch eine neue Quest bei dem anderen Professor, Jerome Trift. Den kennen wir ja auch schon gut. Ah, gut, dass ihr da seid. Du meine Güte, diese Kräuterbündel strotzen ja nur so vor ebenen Magie. Und sie stammen aus dem verwilderten Dickicht. Diese Magie ist sogar so stark, dass nicht einmal Prinz Hilas sie beherrschen könnte. Etwas Schreckliches hat Silberwald heimgesucht und diese Kräuter sind nur der Anfang. Okay, das habe ich beides schon vorgelesen von der Palisade und den Goblins. Ich weiß, ihr seid dazu imstande. Seid herzlich willkommen. Offensichtlich wird Scotty wohl doch in den nächsten Jahrgang versetzt. Ich dachte, dass diese Angelegenheit mit Fiona ihm zu viel Angst machen würde. Ich bin ganz schön stolz auf ihn. Oh, ja, wir auch. Trennen der Verbindung heißt die neue Quest. Die Elfer Herbeirufer verwenden Ebenenmagie, um die Palisade unangreifbar und fast unzerstörbar zu machen. Aber der Talisman der Vigilie ermöglicht es, jegliche Ebenenmagie zu überwinden, die Prinz Hilas heraufbeschwören mag. Wenn ihr mit seiner Hilfe die Verbindung der Elfen zu dieser Magie kappen könnt, wird die Palisade fallen. Besiegt die Elfer Herbeirufer in der Palisade und verwendet dann den Talisman der Vigilie auf die Gefallenen an, um die Ebenenbindung zur Feste zu kappen. Okay. Sonst haben wir aber keine neue Quest. Ich reite gerade mal hier hoch. Aber da dürften eigentlich auch nur noch die Dailies sein, wo wir schon jeweils einmal zusammen gemacht haben, wenn überhaupt. Hoch. Da ist wohl gerade ein Experiment fehlgeschlagen. Okay. Gut, gut. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen. Ja, das ist da oben, wo ich mir gedacht habe. Dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge entweder hier hoch zur Palisade gehen oder mal die Gruppenquest versuchen. Das überlege ich mir dann aber noch. Dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und macht's gut.